Die Endzeit von FIFA 22 nimmt langsam den Höhepunkt an. Wir bekommen jetzt 99er SBCs jeden Tag nacheinander gefüllt. Wir haben ein Ousmane Dembélé bekommen, ein Raphael Varane und auch heute kam wieder ein 99er SBC frisch aus der Premier League und zwar Mohamed Salah, Jungs. Die Karte ist extrem nice. Sie ist wirklich, ich brauche nicht viel drüber reden, es ist eine 99er Salah-Karte. Die ist einfach geisteskrank. Nur wieder die Frage ist, was müssen wir dafür ausgeben und ist die Karte preis-leistungsmäßig auch wirklich so vertretbar oder ist es die nächste Mondi SBC, wo wir abnormal viel abgeben müssen, was sich nicht lohnt. Die letzten 99er SBCs, die haben sich absolut gelohnt, meiner Meinung nach. Und bei der Salah SBC ist es auch nochmal sehr interessant, denn ich denke, einige von euch wollen die machen und ob sich ganz lohnt, das in dem Video heute. Bevor wir reingehen, lasst doch noch oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, 3000 Abos vor FIFA 23, das ist immer noch das Ziel und das sieht gerade sehr, sehr gut aus, Jungs. Das schaffen wir, glaube ich, safe noch. Es fehlen noch ungefähr 210 Abonnenten oder so, bis dahin locker mit eurer Unterstützung, Jungs. Jetzt haben wir aber erstmal genug gelabert, gehen rein in das Video und schauen uns die 99er SBC von Mohamed Salah mal etwas genauer an. Und rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf dem Kanal zu einem erneuten Video. Ich habe im Intro eigentlich schon alles gesagt, was heute im Video wichtig wird. Wir gucken uns die 99er SBC an, die heute gekommen ist. Es ist Mohamed Salah. Dazu gehen wir erstmal rein in Ultimate Team. Ich habe mir die SBC noch gar nicht angeguckt. Ich habe nur gesehen, es ist ein 99er Salah gekommen. Was wir abgeben müssen für ihn, was er für Stats genau hat, wie viele Sterne Bewertung er hat und so weiter und so fort. Das werde ich mir jetzt erstmal anschauen live mit euch. Ich habe es noch nicht gesehen. Salah wurde schon geleakt. Ich glaube, bis jetzt wurden keine weiteren 99er Karten geleakt. Varane, Dembélé und jetzt eben Salah. Das sind die 99er Karten, die gekommen sind. Ich denke mal, Salah werden sehr viel von euch machen. Wir haben hier direkt EA Sports, das Marvel Event. Dazu wird auch noch ein Video kommen in den nächsten Tagen. Das wird auch nochmal sehr interessant. Heute geht es aber erstmal um die 99er SBC, ich sehe gerade Preseason kommt. Jungs, das sieht auch wild aus. Moments, Tots und Showdown-Karten beginnt am Freitag. Das könnte auch nochmal sehr interessant werden. Aber das dann am Freitag, was dann kommt, das werden wir bis dahin sehen. Heute geht es erstmal um die SBC von Salah. Es gibt inzwischen auch sehr viel Karten, die wir mit Salah abnormal gut linken können. Also wirklich schon allein vom Footies-Team. Wir haben einen Rashford, wir haben einen Kanté, wir haben einen Ronaldo, die wir damit linken können. Salah ist halt Ägypter, ist halt von der Nationalität wahrscheinlich jetzt nicht so gut, aber von der Liga mit der Premier League ist es wirklich eine krasse SBC, Jungs. Wir gehen rein, gucken, wo sich die ganze SBC jetzt hier mal versteckt. Die müsste relativ weit vorne sein. Und zwar hier. Boah, krass. Salah als ZOM. Das ist sehr cool und ich sehe direkt, die SBC hat 3 99er Stats von 6. Das ist insane. Wir haben hier Salah, 99 Pace, 99 Dribbling, 99 Schuss, 96 Pass, 54 Def und 88 Physis. 5 Sterne beides, brauchen wir nicht viel drüber reden, ist insane die Karte. Und, oh, das könnte rekordverdächtig sein. Antritt 98. Sprintgeschwindigkeit 99, Stellungsspiel 99, Abschluss 99, Schusskraft 98, Weitschuss wieder das gleiche und 99 bei Volleys und auch bei Elfmetern haben wir eine 99er Wertung. Passen haben wir eine Übersicht von 98, Flanken 96, FS-Präzision 85, kurzer Pass 98, langer Pass 92 und Effet 99. Und jetzt Jungs, Dribbling. Alles 99, bis auf Ballkontrolle, das ist eine 98. Das ist wirklich insane. Verteidigung braucht man nicht drauf achten, ist Salate, der braucht nicht wirklich verteidigen. Die Füße ist auch sehr stabil, Sprungkraft 82, Ausdauer 99, der kann 120 Minuten bis 11 Meter schießen, komplett durchziehen. Stärke 88, Aggressivität 77. Und jetzt, wie immer, wir zählen durch, wie viele 99er haben wir? Wir haben die Sprintgeschwindigkeit, Stellungsspiel, Abschluss, Volleys, 11 Meter. Wir haben Effet, wir haben Beweglichkeit, Balance, Reaktion, Dribbling, Ruhe und Ausdauer. Es sind 12 99er Werte. Wir haben bis jetzt den Rekord, glaube ich, den ich so gezählt habe, bei Gelson Martin, den wir uns gerade spielen können. Der hat 11 99er Werte.
Das habe ich mir gemerkt, weil wir da schon den Joke hatten. 11,99 gewertet für jeden Spieler im Team ein. Und Salah toppt das nur noch mit einem mehr. Er hat auch dieses kleine Krönchen mit der 99, also Top-Link. Also das ist wirklich krank. 12,99 Werte. Das ist wirklich insane. Und bei den Eigenschaften alles dabei. Angeschnittene Schuss, Flair, Distanzschuss, Tempo-Dribbler, Außenrissschuss, Flair-Pässe. Das ist insane. Und noch die Lupfer. Also die Karte, ich denke mal, die wird ein bisschen was kosten, Jungs. Wir müssen. Für die SPC, das ist ein bisschen viel. 18 SPCs abgeben. Wir gehen direkt mal rein und gucken uns an, was für SPCs das sind. Die erste SPC, da müssen wir mindestens 2 Foot Geburtstagsspieler abgeben. Bei der nächsten müssen wir mindestens 2 Foot Fantasy oder Foot Fantasy Upgrade Spieler abgeben. In der nächsten müssen wir mindestens 3 Foot Captain Spieler abgeben. Dann brauchen wir mindestens 6 Spieler und Erstbesitzspieler muss mindestens einer dabei sein. Also mindestens eine gezogene Karte muss dabei sein, weil manchmal Leute fragen, was ist Erstbesitz? Das ist einfach, wenn ihr der erste Besitzer seid und sie nicht irgendwie kauft, sondern gezogen habt aus dem Pack, Pick, Rewards, was auch immer. Im nächsten mindestens 5 Shapeshifter, also da wieder eine Erstbesitzkarte. Okay, jetzt geht's los langsam mit richtigen Teams. Ein Liverpool-Spieler muss drin sein, eine Bewertung von 87 brauchen wir und eine Teamchemie von 60. Das nächste Team braucht eine 88er Bewertung mit einem Premier League Spieler und einer 55er Chemie. Im nächsten Moment eine 50er Chemie, eine 89er Bewertung, eine TOTS oder eine Team of the Week. Als nächstes eine 90er Bewertung, eine 40er Chemie. Das nächste Team ist noch das gleiche, nochmal 90er Bewertung, 40er Chemie. Im nächsten Team brauchen wir nochmal eine 90er Bewertung, noch eine 40er Chemie. Und im nächsten brauchen wir auch eine 40er Chemie, 90er Bewertung, aber dazu noch eine TOTS oder eine Informant-Team. Das nächste Team ist schon eine 91er Bewertung mit 35 Chemie. Das nächste Team ist wieder das gleiche, 35 Chemie, 91 Bewertung. Im nächsten nochmal das gleiche, 35 Chemie, 91 Bewertung. Im nächsten wieder 91 Chemie, 35 Bewertung. Aber da brauchen wir wieder eine Inform oder eine TOTS. Und jetzt kommen wir zu den 2 abschließenden Teams. Da brauchen wir zweimal ein 92er Team mit einer 30er Chemie. Also unterm Strich 2 92er Teams, 4 91er Teams, 4 90er Teams, ein 89er, ein 88er, ein 87er und diese ganzen Event Teams. Ich würde mal ganz kurz mit euch zusammen rübergehen auf Footbin und nachschauen, wie viel die ganze Karte kostet. 18 SPCs und am Ende ist klar, bekommen wir die 99er Karte von Salah. Ich hoffe, der Preis ist schon draußen. Es ist jetzt 20.10 Uhr Grad, wo ich das Ganze aufnehme. Kann sein, dass der SPC-Preis von Salah noch nicht draußen ist. Dann müssen wir uns wirklich einfach auf Schätzen verlassen. Der Preis ist aktuell bei Footbin noch bei 0. Wenn ihr das Video seht, wird schon ein Preis draußen sein. Ich würde schon mal denken, die SPC, wie viel wird die kosten, Jungs? Ich überschätze mich auch gerne, weil die Preise sind, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, wirklich aktiv extrem runtergegangen. Ich würde mal denken, diese Teams kosten zusammen um die 3 Millionen. Kann das ungefähr passen? 2,5 bis 3 Millionen, denke ich. Und ich würde aber auch sagen, wenn das so um die 2,5 bis 3 Millionen sind, maximal 3 Millionen, dann lohnt sich die SPC absolut. Ich denke mal so wirklich 2 bis 2,5, aber eher, weil ich schätze halt sehr, sehr hoch meistens an. Und die Karte, Jungs, die wird absolut Spaß machen. Hier ist wieder das Ding, kann ich euch die Karte empfehlen? Würde ich jetzt ein Go geben, würde ich sagen, nehmt ihr euch mit. Ich würde sagen, wenn ihr die Kohle habt, ist wieder so ein Ding, die wird sich eh nicht jeder von euch unbedingt leisten können. Wenn ihr jetzt in FIFA die Kohle habt, wir haben heute den 17.8. noch einen Monat und dann kommt eigentlich ja fast schon FIFA 23 raus. Wenn ihr jetzt die Kohle habt, dann gönnt euch eine Karte wie Salah. Nehmt ihn euch mit, habt noch ein bisschen Spaß mit ihm. Ihr werdet eh ein paar Wochen, ein paar Tagen anfangen, Vollgeist zu zocken, was auch immer, weil langsam ist die Luft raus aus FIFA. Gönnt euch mal so einen Spieler, investiert das Geld, was ihr jetzt gespart habt und habt noch ein bisschen Spaß, Jungs. Ich würde jetzt nicht großartig viel nachdenken, so eine Karte macht Spaß, so eine Karte bockt. Natürlich, man kann auch warten, bis irgendwann vielleicht eine coolere 99 SPC kommt, aber Salah ist schon so ein Kandidat, der Spaß macht mit 12 99er Bewertungen. Allein auf die Base-Bewertungen auf der Karte, die haben schon, die Hälfte davon ist 99. 5 Sterne beides, brauchen wir nicht viel drüber reden. Von mir gibst du die Karte, wenn sie in diesem Bereich 2, 2,5, maximal 3 Millionen ist, auf jeden Fall ein Go, weil die wird Spaß machen, Jungs. Ob ihr sie jetzt mitnehmt oder nicht, das müsst ihr für euch alleine entscheiden und vor allen Dingen, ob ihr euch das Ganze überhaupt leisten könnt und ob ihr die Karte braucht. Aber ich glaube, der sagt, wenn man sich die leisten kann, keiner von euch da nein.
Das ist meine Einschätzung, meine Empfehlung zu dieser Mohamed Salah SBC, Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bisschen weiter geholfen. Ihr wisst jetzt, wie ihr die ganze Karte einranken könnt, Jungs. Wenn es so ist, lasst noch einen Daumen da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns dann sehr bald zurück auf den Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann und rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, plo, platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey. Fülle, fülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.